Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim Atzenberger zuschaut, denn heute gibt es das hier bei mir, Kaba Teil 2. Und zwar diesmal Milchschokolade mit Karamell. Jawohl, stelle ich mir auch sehr, sehr lecker vor. Das Ganze wieder mit 6% Karamellstückchen. Wir haben eine 90-Gramm-Packung, 1,29 Euro habe ich dafür bezahlt und gekauft habe ich diese Sorte bei World of Sweets, wenn ihr es mal nachkaufen möchtet. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins. Und das ist und bleibt natürlich der Geschmack. Also drückt ihr immer auf damit und raus damit und kaputt ist sie auch wieder. Ach nee, warum ist das immer so? Naja, egal, schmecken wird sie ja trotzdem, auch wenn sie kaputt ist. Ja, viel kann man jetzt hier nicht erkennen von den Karamellstückchen. So, ich setze sie mal wieder zusammen, lege sie ein wenig anders hin und dann probieren wir sie. Und weiter geht's. Wie ihr sehen könnt, liegt die Schokolade jetzt hier unter der Verpackung. Ich habe sie repariert und wieder zusammengesetzt. Ja, trotzdem werden wir sie jetzt natürlich probieren. Deswegen habe ich nochmal hier unten zwei Stücke von abgemacht. Wir schauen mal hinein, wie immer. Ja, kann man jetzt hier schon was von dem Karamell erkennen? Ja, minimal würde ich sagen. Okay, gut, dann schauen wir mal, wie sie schmeckt. Boah, geruchsmäßig schön intensiv nach Schokolade. Das ist doch schon mal wieder ein gutes Zeichen und ich beiß rein. Ja, auch bei der Sorte eine super schön zart schmelzende Milchschokolade. Und diese Karamellstückchen, die sind auf jeden Fall auch vorhanden, auch wenn man sie jetzt vielleicht nicht so sehen konnte. Die sind auf jeden Fall ziemlich ja, hart, also haben einen schönen Crunch, wenn man da drauf beißt. Also ist jetzt kein weiches Karamell oder so, aber schön geschmacksintensiv. Schmeckt man definitiv raus, dass es dabei ist, auch wenn es wieder mal nur 6% sind, was mir eigentlich immer irgendwie ziemlich wenig vorkommt. Aber hier kann ich sagen, in den zwei Stücken, die ich jetzt hier probiert habe, war auf jeden Fall jede Menge davon drin. Also auch hier eine schöne Verteilung von den Karamellstückchen. Und wie gesagt, schön geschmacksintensiv, man weiß sofort, was man hier im Mund hat. Schöner, intensiver Karamellgeschmack mit einer super leckeren Milchschokolade. Ja, auch hier eine super interessante Sorte, finde ich, von den drei neuen. Aber ich muss sagen, die erste, die wir getestet haben, die weiße Schokolade mit dem Kekscrunch, fand ich dann noch einen kleinen Tick besser. Aber die kommt auf jeden Fall auch ganz nah ran an die Top-Sorten von Kaba, definitiv. Also auch hier wieder eine super Kombination Milchschokolade und Karamell. Wenn ihr beides mögt, solltet ihr diese Schokolade auf jeden Fall mal im Auge behalten und probieren. Also ich bin auch hier wieder absolut begeistert. Gut, dann zeige ich euch jetzt nochmal die Rückseite der Tafel mit den Zutaten und den Nährwerten und dann gibt es auch hier meine Bewertung. Ja, wie schon Sorte 1 der neuen Tafeln, natürlich auch hier dreifach Daumen nach oben. Beste Bewertung, die es bei mir auf dem Kanal zu vergeben gibt. Richtig schön geschmacksintensive Schokolade und wie gesagt, Karamell, was da drin ist, auch super lecker. Also Kaba gehört so langsam aber sicher zu meinen Lieblingsschokoladenmarken. Wie gesagt, alle Tafeln, die wir bis jetzt getestet haben, waren auf jeden Fall sehr, sehr gut. Einfach mal nachkaufen und genauso begeistert sein wie ich. Gut, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt natürlich auch meinen Kanal kostenfrei abonnieren. Und wenn ihr mögt, schaut auch gerne wieder morgen bei mir rein. Morgen gibt es schon das nächste Testvideo. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Test. Sagt euer Atzenberger.